Moin Moin, schönen Abend euch. Da bin ich wieder alleine heute. Der Howie muss heute seinen familiären Pflichten nachgehen. Nehme ich mal an, er hat sich noch nicht gemeldet. Vielleicht gab es Ärger. Wir haben gestern bis nachts um drei gespielt. Und haben uns so ein bisschen mal die PS4 angeguckt. Einiges ausprobiert. Von Battlefield waren wir begeistert, vom Rest nicht so. Sondern ich habe mich heute dazu entschieden, Contrast zu spielen. Moin Mister. Die Musik finde ich auch schon mal sehr stimmungsvoll. Um was geht's hier? Das weiß ich selber nicht so genau. Es geht wohl um ein kleines Mädchen, das sich eine Freundin, die hier im Hintergrund auch zu sehen ist, sich eine Freundin erträumt, mit der sie oder als die sie Abenteuer erlebt, oder sie träumt, sie wäre die Frau, ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall kann man wohl viel mit Schatten machen. Also ich weiß es nicht so richtig genau, aber ich bin mal gespannt und lege einfach mal los. Ich gucke erstmal um die Steuerung, die wird bestimmt erklärt. Aber eigentlich will ich nur Untertitel an. Die sind an, das ist schön. Ja, die Mucke hat wirklich was Chilliges. Was ist das jetzt? Sammelobjekte. Okay. Eigentlich klar, dass ich noch nichts habe. Kapitel. Oh, das gibt aber einige Kapitel. Scheint also recht umfangreich zu sein. Na gut. Legen wir mal los. Herr Je hat die dünne Stelzen. Das kann doch nicht gesund sein. Ist aber ein interessanter Comic-Stil, wie ich finde. Das sieht wirklich schön aus. Na? Ah, okay. Oh, da geht's auch schon los. Interagieren. Eins zum Anzeigen der Sammelbilder. Mami, ich, Daddy, Dawn. Das ist ein Schatten. Okay, also ich spiele wohl das kleine Mädchen hier. Das ist der Vati und die Mutti. Und Dawn, der Schatten. Moin Kaffee, doch, die kommen zumindest jetzt ganz gut an. Ach, hier hat sie ja auch noch mehr Bilder. Was ist denn da? Diddy's Escape Plan. Go outside. Use rope. Diddy, ist das die... Das ist wohl die Tochter. Sie will aus dem Fenster raus hier mit dem Seil. Okay. Hier hat sie eine schöne Katze gemalt. Ja Mensch, das ist aber ein Talent. Harrod, die Katze. Und sie steht auf der Katze. Um Gottes Willen. Was für eine Riesenkatze. Naja, gut, okay. Das sind aber... Das kenne ich irgendwo her, oder? Das Bild hier? Kann das sein? Die Frau, die hier in der Mondsichel sitzt? Das kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Das sieht auch... Also ich weiß nicht, so vom Stil her, oder? Sieht das so ein bisschen französisch aus? Oder kommt mir das nur so vor? So Paris, 20er Jahre so? Ja, hier ist doch auch französisch. Le voyage de ballon rouge. Die Reise des roten Ballons. Okay. Gut, ich interagiere mal hier. Ich drück doch zum Interagieren. Ah, okay. Oh. Hört ihr das gut oder ist das sehr leise? Für mich ist es sehr leise. Ich mach bei euch auch mal lauter. Good night, Daddy. What are you doing here? My mommy's coming. You better hide, or she's gonna catch you. Okay, sweetie, night night. What are you looking at? I don't think she can see you. Warum sehe ich denn jetzt nur den Schatten von ihr? I promise. No sneaking out this time.
I'll get in trouble. I promise. Herr je, hat die Mutti dicke Hupen. Mein lieber Mann. Is Daddy ever coming back? Das ist ja eine Pracht. Maybe someday when he's ready. But don't you worry. Mommy always comes back. I'll be home before you even wake up. Get some nice sleep. Das ist ja okay, she's gone. Cooler Stil. She's gonna be at the Ghost Note tonight. Ah, okay. It's the most beautiful cabaret. Und da ist das Fenster auch schon auf und wir hauen ab, oder wie? Come on, we'll miss her show. Sehr strange. Also ich spiele hier ihre imaginäre Freundin, oder wie? Huch, wie hoch kann sie denn springen? Und sehe nur Schatten, oder wie, von anderen Menschen? Sehr seltsam. War schon ganz hübsch aus. Oh no, somebody moved the ash cart. Ach nein. Look. Gucke an. Du willst doch nicht da runterspringen, oder? And I can jump down. Like here. So you can go over there und dann be a shadow person. Wechsle in die Schatten. Wie wechsle ich denn in die Schatten? Ja, zwei. Bei einer beleuchteten Fläche zum Wechseln. Okay. Ja. Come on, go over there and do your shadow check. Das ist ja cool. Das ist ja geil. Das ist wirklich mal eine nette Idee, muss ich sagen. Was, jetzt bin ich ja der Schatten, oder wie? Sehr nice. Ach so, und jetzt ist der Schatten hier blockiert und jetzt muss ich wieder rauswechseln. Ah, das ist ja geil. Das ist jetzt eine nette Idee, muss ich sagen. Okay. Du willst doch nicht etwa auf die Kisten hier drauf hüpfen, oder? Das kann aber nicht gut enden. Okay, sie springt halt einfach mal 2 Meter locker runter. Warum haust du denn auch immer wieder ab, sag mal? I haven't seen you in 3 weeks. I really wish you had been at my birthday. Daddy missed my birthday. Ach, der Fadi war nicht da. Now we go this way. Follow me. Ja, sie ist auch schon scharf, ne? Also kann man jetzt nichts sagen. Ja, obwohl ich das jetzt immer noch nicht so ganz verstehe. Das ist schon ihre imaginäre Freundin, oder? Also, schon sehr strange, das Ganze. Oh, I think you're too big. Was, bin ich denn zu groß? Ja, was muss ich wohl jetzt machen? Wahrscheinlich das, was ich gerade gelernt habe. Ah, okay. Na, das ist ja eine schöne Rampe. Ich will doch gar nicht überspringen. Finde einen Weg raus aus der Gasse. Ja. Mach ich doch glatt. Oh, hoch. Zum Wechsel im Sprung. Ach so, ich fliege hier raus, weil dann ist ja hier kein Schatten mehr, ne? Ist klar. Ah, okay. Ach so, und ich kann sogar springen und wechseln. Okay, cool. Ist doch nice. Was ist denn da hinten drin? See you at the Ghost Note. Was leuchtet denn hier so schön? Eine von 10 Leuchtkugeln. Ach, super. Das ist ja sehr kreativ, wenn die Dinger jetzt hier auch Leuchtkugeln heißen. Na gut. Steuert sich irgendwie so ein bisschen sehr... Weißt du nicht, zu schnell irgendwie? Kommt mir ein bisschen zu flüssig vor. Weiß ich nicht, wie ich das jetzt richtig beschreiben soll. Das wird ein bisschen seltsam. Cat Knight. Premiere im Ghost Note. Okay, na, sie ist aber auch eine scharfe Granate. Mein lieber Mann, das sind ja nur solche. Das ist aber schon, also das scheint mir wirklich Paris zu sein. Mein Gott, ist das ein Riesenmond. Die haben es ja echt mit großen, runden Dingern in dem Spiel, wie mir scheint. So, ich wechsle wieder in den Schatten. Ja, das ist schon ganz cool, also. Das ist wirklich... Gefällt mir, okay. Ja. Jetzt
Ah, okay. Sehr schön. Das mache ich raus. Ha! Ist ja genial. Und jetzt muss ich hier hoch, oder? So. Das ist ja strange. Bin so ein bisschen noch überrascht. Was ist das? Ja, wie viele Sammelobjekte gibt es denn hier? Zeitungsartikel. Carmen Bruni zum zweiten Mal von Mordvorwürfen freigesprochen. Wow, ich würde es ja gerne lesen, aber es ist ein bisschen lang und auch ein bisschen viel. Ghost Note, ja, das sieht aber schon echt aus wie so ein Nachtclub. Also eigentlich gehört doch da die Kleine nicht hin, oder? Nicht, dass das so das Richtige für sie ist. Wie? Die war jetzt schon da drin? Okay. Eine Akrobatin. Ach, ich bin Akrobatin. Okay. So gut, ja, danke. Zirkus. Ja, doof, dass mich keiner sehen kann. Ja, so scheint es, ne? Kann ich noch machen. Sicher, Kleine, dass hier gerade Tänzer waren. Wer war denn das jetzt? Der hat mit mir geflüstert hier. Kann ich hier klimpern? Nee, wahrscheinlich nicht. Ach, sie ist aber ganz schön klein, oder? Wenn ich das jetzt gerade sehe. Oder ist ein Klavier normalerweise so groß? Oder ist das ein Piano? Keine Ahnung, aber mein lieber Mann. Ist das ein Riesending? Also da stimmen die Dimensionen ja hinten und vorne nicht, oder? Oder gibt es solche großen? Keine Ahnung. Ja. Wer bist denn du? Okay. Oh, jetzt sehe ich schon. Jetzt muss ich gleich hier tanzen, oder was? We can't play in the dark. Jetzt richte die Scheinwerfer auf die Band aus. Was denn für eine Band? Das Klavier oder wie? Kleine. Guckt, na gut. Ach. Aha. Gucke an. Das ist ja cool. Sehr hübsche Idee. Jetzt fangen die auch an zu spielen hier. Ah, jetzt muss ich den oben noch machen, schon klar. Das ist aber auch der langsamste Schlagzeuger aller Zeiten. Huch! Oh. Also, so. Langsam kann man nicht Schlagzeug spielen, Junge. Das kann ich dir sagen. Jetzt hier. Nachricht des Jugendamts. Vernachlässigung der Aufsichtspflicht. Dorothy Mellencay. Oder Kai. Ist das die Mutter von ihr, von der Kleinen? Wahrscheinlich, weil ihr Vater und ihre Mutter sie vernachlässigen. Denkt sie sich jetzt hier eine imaginäre Freundin aus, oder wie? Das ist ja fast ein bisschen traurig. Okay. Da muss ich ja jetzt ehrlich gesagt an Hotshots denken. Da gibt es ja auch die sehr gute Szene, wo Charlie Sheen dann für sie spielt und sie dann unter anderem, ich glaube, was, Spiegeleier braten sie auf ihrem Bauch, also Quatsch. Oh, jetzt geht's ab. Das ist ihre Mutter, oder? So, den Schatten hupen jetzt nach zu urteilen.
Here in my past, Joe, I had my fill. Couldn't last, Joe, baby. Also. Unsittliche Berührung. Dieser Schuft. Sieht aber auch nicht so aus, als würde sie singen, oder? So, dass der Mund sich bewegt oder so. Das würde man doch eigentlich auch im Schatten sehen. Jetzt drückt sie ihn mit den dicken Hupen zur Seite. Eieiei. Okay. Ich weiß jetzt nicht so richtig, warum sich das kleine Kind hier vorstellt, aber okay. Spiel ich halt mal mit. Ah. Das ist ihr Vater. Ach. Johnny, we had an agreement. Is that what you call it? I never wanted to leave. You kicked me out. You want money from me, Johnny? Because I'm ducking the landlord. I don't need a handout, babe. Look at this suit. You work in another one of your famous deals? This one's big, Kat. Oh, sure it is. Till it blows up like last time and the time before that. Not this time, babe. Ist das jetzt ihre Mutter oder nicht? Then meet me after. Oder hat er eine Affäre? Ich verstehe das nicht so richtig. You're just gonna jitterbug your way back into our lives with a lot of sweet talk. It's gonna be better this time, babe. You're gonna see how much better it can be. Room 529, kiddo. Zimmer 529, Schätzchen. Na gut. Ah, es ist erstaunlich wenig Spiel bis jetzt, muss ich sagen. Viel Zwischensequenzen. Akt 1 von allen Kaschem der Welt. Warum musste er ausgerechnet in diese gehen? Oder wie geht das jetzt weiter? Was gibt's hier? Check von Johnny Fenris an Cat Knight. Nicht gedeckt. Oha. $250 and keine Cent oder wie? Warum bezahlt er denn sie? Ist das, war das ein Unterhaltscheck oder ist sie eine Hure? Die Sängerin hier? Ist das eher so eine Art Gesangspuff, wo ich hier gerade bin? Ich weiß es nicht. Zimmer 529, ja super. Weiß ich ja Bescheid. Ich wette, er geht in die Bar. Ach, jetzt besäuft er sich wieder, oder was? Ach, der Vater hat sich verlassen? Ja, dann ist das, dann ist der... Der böse Vati wohl echt eine Affäre. Ist sehr stark, das sieht aber nicht aus, oder? Huch! Eieiei! Jetzt habe ich hier auch noch irgendwelche Superfähigkeiten, oder was? Superman! Wonder Woman oder so. Sehr strange. Warum erscheint denn eigentlich auch immer als Ladesymbol die Zeitung? That's the amazing Vincenzo. He's a world famous illusionist. Okay. What's Daddy doing with him? Was macht denn der Vati dort wieder? Ich verstehe nicht so ganz, warum das hier alles. Warum alles in Schatten ist und warum die Kleine hier auch. Und die Leute scheinbar nicht sieht, oder? Ach so, nee, jetzt raff ich das. Ich sehe nur die Schatten, weil ich Schattenwesen oder so bin. Also in Wirklichkeit sind die Leute wohl da und die Kleine sieht wohl auch die Leute. Nur ich sehe sie halt nicht, sondern ich sehe halt nur die Schatten. If your investors don't know me, they're not in show business. Ja, das kann gut sein, dass der Chat wieder spinnt. Also bei Kaffee wollte es gerade auch nicht so richtig. Das wäre auch nichts Neues, wenn das mal funktionieren würde. Also es wäre was Neues, wenn es funktionieren würde.
Which is why I think you'll perform at the opening night of my circus. You dare accuse me of... Look, I made a beautiful poster. Der Vati soll im... just need to borrow your film reel. Until I see some earnest Zirkus mitmachen, you, okay. If I will lend you the time of day. All right. I'll get you a check. Cash. Cash, don't worry. I'll call you tomorrow. It's been such a pleasure meeting with you. Thanks for the drink. Vielen Dank auch. Okay, jetzt muss ich wohl zum Manager. Was ist das? Finde die Filmrolle. Ja, die wird wahrscheinlich hier drin sein, oder? So, nee, jetzt kann ich hier das Licht anders ausrichten. So. Um mir dann hier einen Weg zu bahnen, oder wie? Okay. Das ist ganz cool. Was ist das? World's Fair featuring the Great Vincenzo. Gutes Poster, aber muss man mal so sagen. Auch so 20er Jahre, sieht sehr mysteriös und einen geilen Schnurrbart hat er, oder? Also das ist schon, das hat schon was. Sehr stylisch. So. Ja, jetzt komme ich nicht hier hoch. Das dachte ich mir ja schon. Na. Also muss ich jetzt hier interagieren. Mache ich denn das am besten? So, müsste gehen. Ich mir jetzt mal. Jawohl. Hervorragend. Was ist denn das? Das Federn? Auf dem Kopf? Ach je. Ist ja abgefahren. Aber sie ist echt, ne, jetzt hier auch wieder. Entweder sind manche Objekte hier wirklich groß, das Sofa, oder sie ist echt doch seltsam klein. Also, auch nicht. Das wirkt irgendwie ein bisschen komisch. Jetzt bin ich ja draußen. Okay. Huch. Was war das gerade? Na, oh, die Kamera ist nicht so mega geil. Jetzt. So, ja, jetzt kann ich hier lang, genau. Sammelobjekt, das ist schön. Was ist denn das? Eine Kerze oder was? War halt auch nicht gesund. Aber die Mucke ist ganz cool, ne? So ein bisschen Jazz. Chillig. Passt schon. Was ist das? St. Clair Daily Gazette. Der fantastische Vincenzo verhüllt seine Geheimnisse in aller Öffentlichkeit. Hä? Kein Rauch, kein Spiegel. Der unglaubliche Vincenzo versteckt seine Geheimnisse. Ist das nicht normal für einen Zauberer, dass der seine Tricks nicht verrät? Verhüllt seine... Warum ist das denn jetzt auch zweimal dieselbe? Ach, echt? Bring die Filmrolle zurück ins Kino. Ach, das war ein Kino hier unten. So sah es jetzt aber nicht unbedingt aus, oder? Also... Komisches Kino. Nee, das ist doch nicht... Ist das hier ein Kino oder was ist denn das? Ist, keine Ahnung, so eine Art Bar. Wagen-Ding. Okay, also ich gehe jetzt hier raus und... Ah. Er wollte ins Kino gehen, um seinen Freund zu treffen, ja. So ein Zufall, dass hier auch gerade Kino... Was ist denn das jetzt? Jetzt wird's aber abgefuckt hier. Gerade sah das doch noch alles relativ normal aus hier, oder? Aber das ist ja jetzt eher...
seltsam hier. Ah. Darüber? Oh. Mein Gott, ist voller Sterne. Der Boden hier. Oh no, there's no way to get across. Hä? Warum kam das gerade nicht? Wir brauchen eine. Wir brauchen Leuchtkugeln. Aha, okay. Also die Leuchtkugeln, die ich hier einsammeln, sind magische Zauberobjekte, die Lampen zum Leuchten bringen. Aha, drei Stück, okay. Und jetzt geht's, na klar, okay. Jetzt macht es ja richtig, Kind, ja? Die Mühe. Oh. Ah! Bullshit. Ja, irgendwie spinnt der Chat auch gerade. Ich glaube, bei mir ist er auch abgeraucht. Nee, jetzt ist er wieder da. Hm. Kann ich leider auch nichts machen. Das liegt dann mal wieder am tollen Justin. Dass der Chat nicht funktioniert. So. Vincenzo, der große Magier. Warum lädt das denn auch so oft? Ich dachte, das ist die tolle PS4 hier. Da muss es doch nicht alle 5 Minuten laden. Ich meine, so überragend gut sieht es ja nur auch nicht aus. Hilft Didi über den Abgrund? Ja. Preis um schwache... Ja. Ist ja auch gut, dass es hier ausgeschildert haben, was ich zerbrechen kann. Ach so, und es hat auch gleich gespeichert, was ich schon zerbrochen habe. Na ja, gut. Okay. Schön, dass das so gut klappt. Man kann nicht alles im Streamfenster lesen. Ach, ihr schreibt viel mehr, oder wie? Ja, sorry, also das ist alles, was bei mir ankommt. Was ihr hier im Stream lest, das lese ich auch. Mehr sehe ich leider auch nicht. Aber das scheint echt wieder zu spinnen. So, was haben wir hier? Wegen eines Betreiberwechsels haben wir momentan geschlossen. Was ich jetzt hier schon wieder so seltsam finde, was bei so vielen Spielen ist, hier steht doch wieder was komplett anderes, beziehungsweise es steht doch viel mehr hier auf Englisch da, warum das dann nicht vernünftig übersetzt wird, ne? Due to the change in management, we are currently closed for business. Ja, wegen Betreiberwechsels haben wir geschlossen und dann steht unten aber auch noch was. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten, warum übersetzen sie das dann jetzt wieder nicht weiter? Das finde ich, das verstehe ich nicht, also das ist... Vielleicht nur Kleinigkeiten, aber das ist so sinnlos. So, wenn man schon übersetzt, dann doch ganz und nicht nur irgendwie halb, oder? Also, aller Quatsch. Das gibt's, wenn du PSN Plus hast, gibt's das kostenlos. Kannst es runterladen. Ich glaube, 2,5 Gigabyte oder so hat's. Hm. Souvenirs en fumé. Souvenirs, fumé, ist das nicht Rauchen? Souvenirs zum Rauchen? Sieht doch auch so aus, als würde er rauchen, oder? Hm. Tja, die gute alte Zeit, damals war das noch in. Da hat jeder gequarzt, was das Zeug hält. Oh, das sieht ja cool aus. Young and Progress. Ja, ach, sorry, aber die ist so dürr. Warum kann sie sich denn nicht einfach bücken und da jetzt durchquetschen? Ne, also wenn man jetzt mal hier so Seitenprofil, die ist so nur ein Strich in der Landschaft. Würde da, glaube ich, auch durchpassen. Was ist denn das? Ach, hier, Nosferatu, sehr geil. Das sieht cool aus. Das gefällt mir, ja. Sehr schön, die langen Krallen. Haha. Sehr schön. So, jetzt muss ich wohl die Dinger hier. Ja, ich kann die jetzt alle geölt zum Bewegen eines Gegenstands. Ah, ja.
Das ist ganz cool. Es könnte noch so ein bisschen Jazzmucke dazu laufen. So, kann ich dann da... Komme ich da jetzt drauf? Wahrscheinlich nicht so richtig, ne? Nee. Mache ich denn das jetzt am dümmsten? Ich kann doch auch... Oh, die Kamera ist so ein bisschen aus der Hölle. Na? Hä? Ich wollte hier das Ding... Ach so, ist das gar nicht die Licht... Ja, was ist denn jetzt die Lichtquelle hier? Ach, hier oben das. Oh, ich dachte... Na gut, das ist ein Popcorn-Automat. Okay, ich dachte, das wäre auch wieder so ein Beleuchtungsding, was ich jetzt hier verschieben muss. Dann halt nicht. Dann muss er wohl ganz rechts rüber. Und dann... Na... Dann mache ich ihn hier dahin und mehr brauche ich da eigentlich auch nicht, oder? Gut, gehe ich nochmal auf Nummer sicher. So, dann müsste das doch eigentlich klappen. Na. Ja, sehr schön. Ja, hervorragend. Das war ja jetzt nicht so schwer. Was haben wir hier Schönes? Entlassungsurkunde Jane. Scheckbetrug. Ach, das ist der Vati von ihr hier. Okay. Wie viel? $800 kosten? 6. Januar 1922. Na, da war ich ja sehr gut dabei. Es ist tatsächlich die 20er Jahre. Und Paris oder zumindest Frankreich scheint ja auch zu stimmen. Hier ist leider nichts weiter. Und nur. So, jetzt kann ich hier. Ah, das ist ja cool. Kann ich hier auch durch die Scheibe zumindest gehen. Was ist denn das? Ein Stück Seife? Jack? Warum liegt hier Seife? Was rattert hier? Ach so, ich bin im Kinosaal. What are you doing here? You're not supposed to be out this late. Where's your mom? Did mommy really kick you out? Were you spying on us at the cabaret? Are you coming home? That's my problem. Ach so, im Cabaret. Okay, dann war das wirklich die Mutter, die da gesungen hat. Oh boy, you're growing up fast. Na gut. You used to be scared of the dark. But did she really kick you out? Well, yeah. Ja, die Kleine ist ja eigentlich ganz niedlich, ne? Obwohl die Stimme irgendwie, ich weiß nicht, die passt nicht so richtig zu ihr, oder? I missed you too, honey. But I'm gonna come back home. I'm putting together a circus, see? It's gonna pay for everything. And you know who's gonna star? Genau, diesmal wird alles klappen. Snooping around, have you been there? Yeah, it's gonna star the amazing Vincenzo. He's good, huh? Look, you're really not supposed to be out this late. I'm gonna take you home. I brought you the milk. I got a couple of und jetzt kommen die Mafiosis. And they don't like kids much. I need you to run home. By yourself, okay? Didi, sieht ein bisschen komisch aus, wie er den Hut auf hat, oder? So hinten. Okay, go. Der hängt ein bisschen sehr weit hinten auf seinem Kopf. Der muss so runterfallen. So hat man einen Hut nicht an. Ja, die Mafia, das war so klar. Vincenzo is in. You got him, you're sure? Sure, I'm sure. He's gonna play opening night. Really bring in the crowds. So that's why you brought us here, huh? You're gonna show us his act? Wer trifft sich denn aber auch im Kino welche Verbrecher? Dann nur noch im Kinosaal. Ich meine, wenn da eine Vorstellung laufen würde und während da irgendein Actionfilm läuft und es ballert und rumst wie irre, okay, da könnte ich mir das vielleicht sogar vorstellen, aber doch nicht, wenn kein Schwein da ist, wo es sogar noch hier Podeste und all so ein Klumbatsch gibt. Man die beobachten kann. Ah ja, dann jetzt verprügeln sie ihn. Na, das war so klar. Hey, ihr bösen Männer.
Hey, aufhören! Das ist ja brutal. Die raffen noch nicht, dass die kleine Tochter hier oben ist. Ach nee. So. Komme ich jetzt hier rein? Nee. Oh. Sag mal. Na gut, ich mach mal eine kurze Pause und dann gucken wir mal, was das mit dem Kino so auf sich hat. Bis gleich.